Und ich musste mich immer vorbereiten, wenn ich eingeladen worden bin zu einer Jause mit einem Mädchen, musste ich mir Zetteln schreiben mit Fragen, worüber können wir reden. Bei Buben habe ich nie darüber nachdenken müssen, worüber wir reden. Wir haben uns immer verstanden. Das, was ich sexuell mit ihr erlebt habe, das habe ich vorher nicht erlebt. Also das war wirklich unglaublich schön. Und wenn man klopft, man von hinten jemand auf die Schulter und sagt, darf ich dich zu einem Glas Rotwein einladen? Dann denke ich mir, na ja, warum nicht? Und so hat es angefangen. Was glaubst du, für Salto ich geschlagen habe, damit du eigentlich beeindruckt warst? Homosexualität war kriminalisiert. Homosexualität war ein Verbrechen. Homosexualität war rein rechtlich gesehen ein Schwerverbrechen. Ich hoffe nur, dass jeder, der homosexuell ist, sich dafür entscheidet, sich als solcher zu deklarieren, weil wir das einfach notwendig haben in unserer Gesellschaft. Es war keine Verliebtheit, es war ein sexueller Bedürfnis, sozusagen. Dass dahinter ein Herz, eine Seele, ein Hirn, ein was auch immer, das unterdrückt werden musste um jeden Preis, weil im nächsten Moment um die Ecke ein Polizist kommen könnte, das war die Schattenseite. Nur es war die Aber Leben ist stärker als Betonhärte. Wasser siegt über Stein. Nein, wir sind nicht allein. Wasser siegt über Stein. Nein, wir sind nicht allein. Sie meinen, sie können uns das wegnehmen. Aber Leben ist stärker als Betonhärte. Wasser siegt über Stein. Nein,